Liebe Freunde des Gorn, ich weiß, die Wartezeit war enorm, doch hatte ich zwischenzeitlich einfach auch noch ein paar andere Spiele zu spielen. Und dazu gehörte vor allem Hand, das habe ich dann doch etwas gesuchtet und auch noch ein wenig MechWarrior Online und dergleichen. Doch alle paar Wochen muss es einfach sein, da kann ich nicht widerstehen und muss natürlich ein paar halbnackte Gladiatoren niederschlachten. Und wenn ihr mal dorthin seht, warum balle ich jetzt die Faust, eigentlich wollte ich hinzeigen, egal, richtig zeigen kann man ja hier in dem Spiel tatsächlich nicht, egal, auf jeden Fall da warten auch noch einige Aufgaben auf mich, die ich tatsächlich bisher noch nicht erfüllt habe, nämlich diese wunderbare Häcksel- und Schnetzelklinge, die kann ich ja besorgen dadurch, dass ich, beziehungsweise besorgen im Sinne von freischalten, dadurch, dass ich ganz einfach hier nochmal drei Gegner mit den Wurfmessern niedermähe. Und dann gibt es hier noch wunderbarerweise dieses Achievement, diese Freischalteaufgabe. Da muss ich sagen, das ist für mich aktuell ein bisschen schwierig. Ich hatte das schon letztes Mal probiert, das hat nicht so gut geklappt. Ich soll halt eben die Gegner aus der Arena herausschleudern, wenn ich das richtig verstehe hier. Und das muss ich sagen, gelingt mir in der großen Arena bisher noch nicht. Da muss ich mal schauen, wie das dann direkt vielleicht gleich klappen könnte oder ob es überhaupt gleich irgendwie klappen wird. Da werde ich mal ein bisschen rumspielen, weiß aber gerade noch nicht genau, wie das gemeint ist. Aber da kann man ja herumtüfteln. Ich mag es nicht, wenn man immer sich alles sofort aus dem Internet zieht. Ich mag das lieber in den Spielen selber herausfinden. Sonst hätte ich das natürlich schon längst wahrscheinlich auch alles freigeschaltet. Ja gut, das ist relativ konservativ, nicht? Nochmal drei Gegner kaputtwemsen mit dem Flail. Ich glaube, ist der Flail nicht auch tatsächlich diese Waffe einfach? Also wenn irgendein Gegner diese Waffe hat, muss ich dreimal noch irgendwelche anderen Leute kaputt pöcken und dann habe ich diese Waffe auch freigeschaltet. Ich habe mir übrigens sagen lassen, tatsächlich gibt es in diesem Spiel auch noch ein Katana-Schwert und ich hätte extrem viel Bock darauf, das auch noch zu bekommen. Allerdings scheint man das hier nirgends so freischalten zu können. Insofern, mal schauen, vielleicht ist das irgendwie ein geheimes Achievement oder so, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall mir hier den linken, die linke Hand präparieren mit den Wurfmessern und dann nehme ich in die rechte Hand wieder meine wunderbaren Wolverine-Klauen. Perk, schlag den Knopf. Und dann würde ich sagen, geht es auch direkt hoch. In die Arena. Ja, das ist bestimmt schon 3 Wochen bei mir her. Vielleicht sogar 4. Endless Mode. Nein, das war's nicht. Übrigens, ihr seht es tatsächlich. Also bisher noch kein neuer Content groß hinzugekommen. Aber das macht ja nichts. Ah, Imperator, euer demütiger Diener erwartet ein paar Feinde. Euch zu Ehren möge ich sie schlachten. Oh, mir fällt gerade auf, eigentlich wollte ich nur ein Schwert nehmen, das ging jetzt eben nicht. Ach komm her, du. Oh, daneben geworfen. Und hier in den Fuß, das wollte ich doch gar nicht. Ah, na komm schon. Ja, gib mal wieder her, bitte. Jo, oh nein. Hier, komm schon. Ja, Glück. Oh. hey, du hast mein Messer, du elender Dieb. Gib es wieder her. An meiner Wurftechnik muss ich noch feilen. Ah, das sind übrigens Detailverbesserungen. Betrachtet den blutbespritzten Dolch. Das ist auch neu. Oh. Da machst du große Augen, mein Freund. Oh ja, wütend. Ich glaube, dass das euch wütend macht. Oh, verdammt. So. Nein. Fuck. Oh, nein. Verflixt. Was mache ich denn da weg? Ha. Ja. Oh nein, komm schon. Ah, okay, man kann sie auch. Nee, das funktioniert nicht richtig. Ich probiere es mal so. Ah. Ja, mein Freund und Kupferstecher. So.
Ja, warte mal, ich nehme dich in diese Hand. Das geht kaputt. Das ist ja geil. Seht ihr das? Man kann die Körper. Also, das muss ich mal probieren. Kann ich dieses. Ah, wartet mal. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich jetzt hier. Nein. Kann ich. Wenn ich hiermit. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte den Leib, den toten Leib, verwenden quasi als Dolchhalter. Das geht aber leider nicht, egal. Batz, Batz, Batz. Ach, komm schon. Wieso? Ah, okay. Jetzt hab ich's aber raus. Zack. Ah. Und? So. Ach, komm schon. Was ist das denn, Mama? So. Oh. Ich darf doch wohl bitten, wer daher. So. Hier. Batz. Batz. Da ist auch noch was. Oh. Axt. Die Waffe ist auch nicht uninteressant. Muss ich euch auch mal zeigen. Verdammt, ey, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, müsst ihr wissen, fällt mir auf, dass ich es irgendwie zu selten spiele, weil, ehrlich gesagt, das entwickelt so eine Dynamik. Ja, Propellerschlag. Ich werde euch jetzt einweihen in die geheime Propellerschlagtechnik. Ehrlich. Oh, da. Er hat nur einen Schuh. Du bist unvollständig angezogen, der Imperator mag das nicht. Ah. Oh, Eskies ist gar nicht gut. Eskies ist gar nicht gut. Komm schon, Propeller. Nein, kein Eskies. Kein. Oh, da ist das Pöckelschwert des Volkes. Komm schon. Komm schon. Ja, Rasenmäher, und jetzt schnell zum Pöckelschwert. Schnell zum Pöckelschwert. Oh. So, liebe Freunde. Die Rasenmäherklinge, sie wird dich bezwingen. Kein Eskies für dich heute mehr. Ja, herrlich. Oh, ich glaube, ich habe ihm die Haxen gebrochen. Na, zu dir komme ich gleich. Da. Beachtet, wie er immer wieder große Augen macht. Das ist sehr herrlich. Ach. So. Ah. Mein Imperator, euch zu Ehren. Dieses riesige Schwert. Nein, so sollte ich es vielleicht besser nicht halten. Fällt mir gerade auf. Egal. Oh, wie wir gerade sehen. Haha. Ich habe die Glyphe. Tatsächlich freigeschaltet. Ach, der Imperator krakeelt immer noch nur visuell, aber nicht audiomäßig. So, Häckselklinge freigeschaltet. Dann geht's direkt nochmal rein, würde ich sagen. Ah, da ist sie. Das ist die geile Hexe der Klinge. Die liebe ich wirklich, weil damit kann man richtig schön Schaschlik aus den Gegnern machen. Hier hätte ich jetzt ja rein theoretisch noch den Schild. Aber den finde ich gar nicht so super. Imperator, euch zu Ehren werde ich eure Vasallen massakrieren. Ja, Mann. Ach so, Rasenmäher, ja, genau. Ach, herrlich. Oh, nein, hey, also, muss das denn sein? Hier, das muss man erstmal richtig. Bleib mal da weg hier. Nein, das willst du gar nicht. Seht dieses Blut, das von der Klinge herabgleitet. Das ist tatsächlich ein neuer Patch. Also, das ist jetzt aufgrund des neuen Patches. Der ist aber auch schon etwas älter. Nur, das muss ich euch mal zeigen. Das war früher noch nicht. Man hat also jetzt noch mehr Bluteffekte. Und ja, unser blutender Freund da, der kommt nicht näher ran. So, hinein damit. Ah, da.
Ach, lauf doch nicht weg, ich will dir doch nur deinen Kumpel hier bringen. Oh, obwohl, wartet mal. Ja, dann halt nicht, wenn dir das nicht gefällt, dann... Dann halt nicht, ich will dich ja nicht bedrängen. Und er blutet übrigens aus der Ferse heraus. Hier, ich zeig das nochmal. Zack, nicht wahr? Oh, verdammt, dabei hatte ich eigentlich vor, ihn zu entherzen, das auch. So, nein, ach komm schon, Fritz. Ach, verdammt, da hat er doch im letzten Moment den Geist aufgegeben. Ach, ihr macht's mir nicht leicht. Oh, hallo. Ja, komm, das kriegst du hin. Ah, hallo. So, nein. So, ach komm schon. Schön rein und dann... Dabei will ich euch doch nur so viel Gutes antun. Dann nehme ich dich halt mal als Schild. So. Ja, komm und jetzt hinein. Ah, hinein, sag ich. Hoho, entherzt. So, also es ist das Geheimnis, glaube ich, darin, man muss sie richtig schön tief aufspießen und dann verhindern, dass sie heruntergleiten. Und dann komm schon. Oh, herrlich. Oh. Ja, da hängt er. Oh. Und hier seht ihr auch die wunderbaren neuen. Ich sag immer neuen. Oh, 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 oh. Da schwätze ich schon wieder zu viel. Komm mal her hier. Seht ihr diese billig anmutenden Lederrüstungen? Das liegt daran, weil unser Imperator im Moment etwas knapp bei Kasse ist. Mutmaß ich. Komm schon weg damit, brauchst du gar nicht. So, Hexel. Diese Hexelklinge, ich wollte sie schon länger haben. So. Ah. Ah, Zeit für den Speer. Oh. Buh. Oh, Rock and Kill. Ach so, Rock Kill. Ah ja, ich muss noch 4 Leute mit einem Stein töten. Hm, okay, okay, mache ich gleich. Mein Imperator. Ich sage danke für diesen Tipp und lege euch das Herz eurer gefallenen, oh, gefallenen Freunde oder Brüder oder, naja, es sind ja viel mehr Diener, glaube ich. Ach egal, vergesst es einfach. Hier, nehmt das komische Dingen und es geht weiter in die nächste Runde. Übrigens, ich persönlich bin ja immer noch der Überzeugung, dass die Eltern des Imperators sind wahrscheinlich die beiden Vögel, die daneben immer so sitzen. Diese, ne, Helikoptereltern quasi. Naja, ist ja auch egal. Oh, das hier ist, glaube ich, ist das der Flair? Hm, wenn ich das mal wüsste. Ich probiere das. Ist der das? Nee, ich glaube, der ist das nicht. Ich nehme erstmal den Speer. Oh. Na, egal. Kommt schon, Speer, Speer, viel eher. So, hinein. Ich muss mal kurz nur abchecken, dass ich hier nicht gleich gegen das Klavier oder so schlage. Das wäre weniger gut, genau, perfekt. Oh, da ist ja auch noch der Stein. Boah, das wäre eigentlich auch noch eine Idee, ne? Ach, ist das heute wieder ein schöner Morgen. Hm. Dieses Ambiente. Oh, da kommt der Axtmann. Ja, das ist gar nicht schlecht. So, komm schon. So, tot. Was? Ah, der Spiel. Okay, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, da sollte ich nicht mit dem Feuer spielen. So. Was, was, was? Ja, immer wieder gut. Was? So. Du bist Nummer 3, aber dein Schädel ist ja doch ganz. Wie unanständig von dir. So. Oh nein. Oh nein. Ich steck den Speer in dich hinein. Oh.
Puh. So. Alter Schwede. Hinein! Oh, hinauf! Seht genau, wie er hinabgleitet. Er gleitet hinab, er gleitet hinab. Ja, Mann. Okay, werde ich doch nicht so. Das ist wie beim Angeln, habe ich gerade das Gefühl so. Oh, nein, er zappelt wirklich. Jetzt muss er quasi in den Tankkescher. Hinein, hinein, hinein. So. Hinein. Ah, sehr gut. Oh. Ja, Oktopus oder Ophius ist auch in Ordnung. Oh nein, verdammt. Ha. Oh nein. Oh, ich muss mich jetzt aber beeilen. Verdammt. Oh nein. Oh, ich glaube, diesmal habe ich ein Problem. Oh, Glück gehabt. Sehr gut. Ich muss weg, ich muss weg. Was habe ich euch denn getan? Okay, das ist eine rein rhetorische Frage. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, was für riesengroße Nippel diese unzüchtigen Halbnackten haben? Und das im alten Rom. Mutmaß ich mal. Oh. Jetzt reicht's hier. Nimm das. Und nimm das auch noch. Oh, der hat sein Herz im Arm gehabt. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Oh, komm schon, was ist so eine komische Physiologie, ja? Was soll das denn hier? Ja, genau. Schwupp, weg damit. Und eins. Und zwei. Und drei. Ah, komm schon. So. Ah, herrlich. Was nehme ich denn als nächstes mal? Steine hatte ich schon. Ja, wartet immer ruhig da. Hier hast schon mal Uhr und Dolch, wollte ich gerade sagen. So. Die hatte ich noch nicht häufig. Mal gucken, wie die so abgeht. Ah, ja. Okay. Ist auch ganz nett, muss man sagen. Oh, wow. Hat viel Kraft. So. Ja. Ah, Boulder oder Boulder unlocked. Was auch immer das genau heißen soll. Boulder nur ein Stein ist. Wenn ich da jetzt mal. Egal. Ah, was soll es, verehrte O? Da ist es immer wieder faszinierend. Eigentlich will ich. Ah, jetzt kann ich sogar. Halt, jetzt habe ich eben den Daumen. Es ist irgendwie nicht so wie mit der Standardtastenbelegung, die ich eigentlich hier von der Oculus kenne. Okay, Boulder. Boulder, Boulder. Mal gerade schauen. Ups. Okay. Das war wieder diese Häcksel- und Schnitzel-Klinge. Boulder. Finde ich jetzt nicht separat aufgeführt. Aber egal. Das hier habe ich jetzt schon mal freigeschaltet. Ich hoffe, ich kann direkt zwei davon nehmen. Das wäre sehr geil. Ah. Schaut es euch an, obsidianschwarzer Stahl. Schon bald bespritzt mit blutrotem Blut. Übrigens hier tatsächlich, wie ihr seht, aus irgendeinem Grund Blut. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Doch, oh, nee, von mir kann es nicht kommen. Ja.
Nun wird es wieder mal sein. Ich hoffe, dass es mir so gut gelingt wie vor, ich weiß nicht, das ist schon viele Wochen her, da hatte ich hier schon mal so richtig schön messen können. Ah, ja, das sieht doch schon mal so. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, 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 du lebst ja noch! Warum nur? Weg mit dir! Oh, 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 oh! Ja, komm her, bitte, komm her! Spieß! Leute, ich bekomme jetzt wieder schon Probleme mit meiner Frame Rage. Wundervoll. Der Hammer. Boah, schaut euch das mal an. Das ist hier wirklich. Spieß. Und ja, auch nochmal. Ach, ist das cool. Okay. Wow. Ich würde sagen, das war mal wirklich eine blutige Angelegenheit. Und nun stecke ich mal meine Schwerter weg. Einfach ehrlich. Ja, das hatte schon eine gewisse Schnitzelenergie entfaltet. Brauche ich irgendwie auch nochmal Bock hätte. Wäre das Riesenschwert, einmal nur. Oh, da habe ich auch theoretisch mal... Man kann leider nicht zwei gleichzeitig nehmen, ne? Das wäre cool, aber das geht leider nicht, wie ihr seht. Das funktioniert nicht. Aber hier... Ja, Imperator, euch präsentiere ich diesen riesigen Löffel. Wenn er etwas ausgehöhlt wäre, könnte man damit wirklich löffeln. Also. Aber ist ja auch egal. Ich hab nicht genügend Gegner. Warum habe ich nicht genügend Gegner? Er macht er große Augen und dann zerplatzt er in tausend Stücke. Weil ich ihn mit dem Schwert beglücke. Komm schon, wir brauchen mal mehr hier. So. Ihr seid zu schüchtern. So, was? Tja, ihr verkriecht euch ja alle. Oh, der lebt ja noch. Was? Voll die Brötchen-Action hier, das ist echt krass. Und ich drücke immer die falschen Tasten. Oh, hallo, mein Freund. Was? Und nun kommt schon. Oh, 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 falsche Taste. Ich brauche mal eben. So. Oh, alter Schwede, ey. Das sieht aus schon fast so ein bisschen wie Schokolade. Was? Was? Schokolade. Mit der Schokoklinge. Ah, es hat so rotbraun, mein Imperator. Ich präsentiere euch die Schokoladenklinge.
Jo, da kommt auch die Begeisterung nur ein bisschen später. Hier ist es so ein bisschen rotbraun, naja, egal. Muss auch mal sein. Verzeihung. Ah. So, was hätte ich denn hier noch Gutes? Die habe ich eigentlich auch noch nie probiert, muss ich sagen. Aber ich würde fast sagen, obwohl einmal kann ich es ja mal probieren. Ah, zwei direkt. Aber das ist auch wieder das Problem. Eigentlich geht nur eine. Ah, okay. Oh yeah! Was? Okay, was kann ich eigentlich hiermit machen? Ich probiere es mal gleich. Das war jetzt sehr wohl auch mal das allerletzte hier. Kann ich hin damit? Dachte, ich könnte da vielleicht auch mit würgen oder so. Wäre eigentlich auch mal eine nette Idee. Ups. Ach, na ja, auch ganz nett. Was? Ah, weg damit. Oh, nimm dieses Herz. Oh. Was ist mit meiner Klinge passiert? Jetzt geht's wieder. Oh Mann. Oh, oh, oh. Komm schon. So, geht doch. So. Alter Schwede, ey, das ist ja wirklich mal famos. Batz. Juhu! Irgendwer stimmt hier mit der Klinge nicht gerade. Egal. Ja, das war ganz nett, aber nicht wirklich toll. Irgendwie so großartig ist die Waffe dann auch nicht. Ich gehe mal wieder nach oben. Ups. Das Samurai-Schwert finde ich super interessant. Ich hatte ja die Idee gehabt, dass ich noch, wo ist es? Egal, ihr wisst es sicherlich noch, dieses große zweihändige, die große zweihändige Axi wollte ich ja noch kriegen. Und dafür muss ich, ja, Gegner aus der Arena pölen. Jetzt probiere ich das doch einfach mal. Ich glaube, nur mit rechts ist es besser. Ich nehme das mal mit rechts. Genau, so, und mit links nehme ich dann die Spießerklinge, dann kann ich ihn Wolverine-mäßig von mit links aufspießen und mit rechts dann titanisch hochpölen, wenn das denn klappt. Mal schauen. Ha, was für eine hochentwickelte Technik, die ich mir überlegt habe. Upsa. So. Genau. Und dann geht's auch ab dafür. Ab in die Arena. So. Ja, steinerne Fäustchen. Was ist das? Das ist der Boulder. Das ist der Boulder. Das ist der Boulder. Also, das ist der Stein. Ist das der Hammer, Leute? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wenn das nicht mein Stein ist, ey, dieser Stein haut wahrlich rein. Okay, ich hab nur einen. Was? Okay. Bumm. So. Und nun. Ah ja, okay.
Okay, aber das ist auch nicht schlecht hier. Also. Bax! Also der Boulder. Okay, und jetzt. Okay, das war's noch nicht so ganz. Guck mal, ja. Nee, warte. Einmal nur zärtlich. Oh. Ich sagte zärtlich. Zärtlich. Was, wie fast zärtlich ist man? Ah ja, wow, da muss ich aber wirklich hart schlagen, ey. Nicht so zärtlich wie bisher. Batz! Oh, jo, Mann. Oh, weg damit. Oh, war denn der Feind? So. Ich komme mir übrigens vor, das ist irgendwie so ein bisschen... Also diese steinerne Faust, die macht jeden Spieler zu einem Bud Spencer, aber das kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht mehr. Egal. Zack. Hinei. Und jetzt hinauf. Ach nee, es klappt nicht, verdammt. Verflixt. Batz. Oh. Oh. Okay. Erst spießen. Dann nochmal den Riesenstein holen. Man sollte nicht sagen, die Römer hätten keine echt hochentwickelten Waffensysteme gehabt. Was? Okay. Hier, guck mal. Guck dir das mal an. Nee, du hast es noch nicht richtig gesehen. Du musst noch mal schauen. Und du auch, komm schon. Ja, so ist gut. Genau. So. Was? Hey, damit kann man... Das ist es. Dieser Stein muss die Lösung sein. Hinauf. Hinauf. Ja, seht ihr es? Dies ist der heilige Stein. Ich hau damit auf meine Feinde rein ein. So. Oh, komm schon, ey. Einfach hoch damit. Hoch, hoch. Du weißt doch, wie es hoch geht. Oh. Hoch. Oh, Hallöchen. Was? Komm schon. Der Stein hier, ne? Das ist der Stein der Weisen. Der macht dich ganz schlau. Oh, Hallöchen. Oh, was? Da! Geilomat! Das könnte es gewesen sein. Verdammt. Er lebt noch. Er lebt noch, das ist der Holzmichel-Gladiator. Oh, komm her, mein Freund, komm her. Was? Ah, verdammt. Etwas höher. Komm schon, das ist... Da, du musst quasi zu den beiden Flügeln hoch. Und? Ja, komm schon. Das... Ah, da, habt ihr es gesehen? Das ist es. Och, da habe ich so lange drauf gewartet. Ich brauchte nur einen großen Stein, um diese wunderbare, edle Klinge freizuschalten. Und jetzt ist es soweit. So. Also, weg mit der Steinfaust. Die ist auch nett, aber wirklich gut ist doch eigentlich immer noch der Stein. Und ich bin gerade am Überlegen, eigentlich könnte ich beide... Wolverine-Klingen nehmen, oder? Obwohl, ich bin gerade am Überlegen, ich hätte doch hier eigentlich auch noch die Möglichkeit. Zack. Hier könnte ich doch eigentlich auch noch mal diese Handarmbrüste nehmen. Okay. Sehr, sehr geil. So, gerade nur noch mal zur Sicherheit, damit ihr das auch seht. Äh,
Da seht ihr es, 1 von 5. Also einmal hat es geklappt. Das ist tatsächlich gar nicht leicht. Das ist, ich muss sagen, man muss da quasi mit ganzer Leidenschaft diesen, naja, ich will mal sagen, wohlproportionierten Stein nutzen, nicht, um damit die Kadaver wahrhaft hochzuschlagen. Also Kadaver werden es in jedem Fall sein, zumindest wenn der Gegner da mal aufschlägt. Aber die Leiber können zunächst auch noch leben. Und mit dieser kleinen Erklärung würde ich sagen, ich verabschiede mich mal ganz kurz in eine kleine Trinkpause und dann bin ich gleich wieder da. Verehrte Freunde des Goan, hier bin ich wieder und als ich eben dann gerade mir das Headset wieder aufsetzen wollte, fiel mein Blick auf die Uhr und ich stellte fest, ups, da sind wir ja schon gar nicht so weit weg jetzt hier von, naja, je nachdem wie ich es zusammenschneide, 40 bis 50 Minuten Goan und das soll mal für eine Folge reichen, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die Suche nach der krassen fetten Riesenaxt mittels des Steines des Weisen einfach nochmal aufsplitte in 2 Folgen. Und darum würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal bis in die nächste Folge hinein oder zumindest für diese Folge, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei zuzusehen. Ihr könnt wahrscheinlich nicht so viel Spaß dabei gehabt haben, zuzusehen, wie ich dabei Spaß hatte, wirklich rumzumetzeln und zu schnetzeln, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Und ich würde einfach sagen, bis demnächst vielleicht, wenn ihr mögt. Tschüss.